Hast du mit der Seherin gesprochen? Und wurden deine Fragen beantwortet? Einige Fragen ja. Auf andere muss ich selbst eine Antwort finden. Denkst du, dass es einen Platz für Vili in unserer Siedlung gibt? Er äußerte den Wunsch, mit uns zu leben und zu arbeiten. Wird er nicht der Jarl dieses Schiers sein, bevor der Tag endet? Das wird sich noch zeigen. Einige wollen lieber Trückwi an der Spitze sehen. Eivor, Trückwi hat nicht die Absicht zu führen. Er fühlt sich verpflichtet, seinem Herrn in den Tod zu folgen. Auf keinen Fall. Mein Vater würde solch eine Dummheit nie erlauben. Wie sonst soll ich meinen Jarl ehren in meinem Alter? Das sind nicht mehr meine Lande. Die Zukunft gehört dir, Vili. Das Feuer dieses Scheiterhaufens wird für meinen Vater brennen. Ich verbiete dir, ihm zu folgen. Ich werde nicht zulassen, dass du dich opferst. Verbietest du es mir als Freund, Vili? Oder als unser neuer Jarl? Als ein Mann, der will, dass du wieder zu Sinnen kommst. Vili, Trückwi. Ein jeder steht in einem Fußstapfen Hemings. Doch keiner der beiden will sich auf seinen Weg begeben. Braucht die Welt solch nutzlose, fackelnde Männer? Warum erhebst du nicht Anspruch und nimmst diesen Schier an dich? Das steht mir nicht zu. Dort, wo du dich bettest, jeder Hügel, den du besteigst, alles Silber, das du an dich nimmst, steht dir zu. Schränke dich nicht aus Nettigkeit ein. Snottinger Hamshir verdient einen Anführer, zu dem es aufschaut, dem das Volk vertrauen kann. Die meisten lieben Vili und er liebt sie. Doch ihm fehlt der Führungswille. Er könnte lernen, aber will er das? Und Trückwi? Standhaft und weise und dem Vermächtnis Jarl Hemings treu ergeben. Beinahe zu sehr. Doch er ist alt und seine Lebenslust hat ihn verlassen. Das beflügelt keinen. Das darfst du nicht! Ich erlaube es nicht! Ich bitte dich nicht um Erlaubnis, nur um deine Vergebung. Götter! Eivor, tu was gegen den Todeswunsch dieses Narren! Trückwi hat kein Jarl, dem er dienen kann, Vili. Es steht ihm frei, seinen Kurs auf den Rand der See zu setzen und die Welten zu wechseln. Du bist auch frei, Vili. Unser Leben gehört uns. Danke. Ich danke dir, Eivor. Vili, übertrage deinen Ärger nicht auf Freunde, die nur sagen, was sie für wahr halten. Tu, was du tun musst, Trückwi. Ich werde dich vermissen, alter Freund. Ich dich auch, mein Junge. Ich muss mich auf die Flammen vorbereiten, mit Körper und Geist. Eivor! Hä? Sunifa? Im Dickicht wurden lauernde Pikten entdeckt. Vili jagt ihnen nach. Dieser Arschling. Er hätte mich erst wecken sollen. Zeig mir, wohin er lief. Lass uns die anderen holen. Da draußen wimmelt es von Pikten. Die Edelinge sind zu betrunken, um zu kämpfen. Das gäbe ein Gemetzel auf beiden Seiten. Das weißt du am besten, Drenger. Pass nur auf dich auf, ja? Sein Zorn hat ihn verzehrt, Eivor. Diese ganze Wut, die Traurigkeit. Sie haben Form angenommen. Stockarsch konnte seine Gefühle nie im Zaum halten. Es musste so kommen. Ich hätte wachsamer sein müssen. Mach dir keine Vorwürfe, Drenger. Er konnte sich stets darauf verlassen, dass ich auf ihn aufpasse. Als Kind und auch jetzt. Wenn es diese Raserei braucht, um ihn von seiner Krankheit zu heilen, dann sei es so. Ich werde dafür sorgen, dass er sich dabei nicht selbst verletzt. Odin sei Dank, dass das mächtige Wolfsmal sein Schatten ist. Wir kümmern uns um unsere Familie, Sunifa. Ohne zu fragen. Ich hätte dasselbe für dich getan. Für jeden aus dem Rabenclan. Das wissen wir, Drenger. Deshalb haben wir dir die Treue geschworen. Hier, Eivor.
Hier hat Vili die Ermordung des Speers mit angesehen und ist dem Feind gefolgt. Ich eile zurück nach Helmthorpe und sorge dafür, dass unsere Raben wachsam bleiben. Kehre du sicher zu uns zurück, Brenda. Der Trauer zu stören? Hör auf, Vili. Sie sind fort. Es ist vollbracht. Ach, ich habe Hähne mit mehr Kampfgeist gesehen. Ich auch, seltsamerweise. Was höre ich? Ist das der Donner? Das sind Schritte. Wir müssen uns zurückziehen. Folge mir. Schnell! Aufregend, nicht wahr? Wie in Kindestagen, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Spar dir deine honigsüßen Worte, bis wir hier gekommen sind. Ach, ja. Spar dir deine honigsüßen Worte, bis wir hier rausgekommen sind, Stockarsch. Ich muss kurz zu Atem kommen. Ah, bei Thors Donnerhammer. Da rauscht das Blut gleich schneller. Wild und tollkühn, wie unsere ersten gemeinsamen Schlachten. Weißt du noch? Die Insel nördlich von Stavanger. Ja, Kjötvi der Grausame bildete dort seine Berserker aus. Tölpelhafte Dummköpfe mit Schaum vor dem Mund. Wir verspotteten sie von den Baumwipfeln. Und der Betrunkene, weißt du noch? Suchte uns nackt wie der junge Morgen und fror sich dabei den Schwanz ab. Dann fing er an, eine Schneewehe zu besteigen. Warst du froh, von mir zu hören? Ich hatte mich schon gefragt, was du so treibst. Aber ich lächelte, als ich deinen Namen hörte und fragte mich, ob du wie dein Vater wärst und den Clan inzwischen anführtest. Nun hast du deine Antwort. Eher wäre ich wie ein Troll und überließe den Clan dir. So geht das aber nicht. Als mein Vater zum Jarl ernannt wurde, gab es niemanden, der ihm half. Und er hatte trotzdem Erfolg. Doch ich bin nicht mein Vater. Ich will nur umherstreifen. Glaubst du, Sleipnir wäre zufrieden, in einem Stall angebunden zu sein? Egal, wie prächtig dieser auch ist? Hey, was soll das denn? Du hast Freunde, Vili. Du hast Familie und Clan. Natürlich. Das weiß ich. Du kannst nicht ewig umherstreichen. Vergiss das nicht. Du bist von Menschen umgeben, die dich lieben. Und das wird sich nicht ändern, sofern du sie nicht alle wegdrängst. Ich verstehe die Wahrheit deiner Worte. Trollgesichtiger Stockarsch. Ein Hühnertrauger? Ist das denn möglich? Es scheint nämlich nicht möglich. Fusel auch. Mit Feuer getränktes Wasser. Ich lüge nicht. Abgesehen vom Tod deines Vaters, war es schön hier, Vili. Lustig sogar. Fragst du dich manchmal, was vielleicht passiert wäre, wenn uns das Meer nicht so früh in unserem Leben getrennt hätte? Welche Abenteuer wir gehabt hätten.
Die Raubzüge, die Schlachten, der Ruhm. Ich denke sogar daran, dass wir füreinander hätten sein können. Daran dachte ich auch. Mit ganzem Herzen. So oft, dass es manchmal schien, als wärst du gar nicht fort. Vielleicht war es so. Ich will dich, Eivor. Meinst du so? Ich kann nicht sagen, wie ich das morgen sehe, Eivor. Sei still, Willi. Willi, du weißt, dass das nur ein Moment der Lust war. Ein flackerndes Feuer. Ja. Wir ließen unserer Leidenschaft freien Lauf. Dieses eine Mal. Ich sollte zurück. Ausruhen. Die Beerdigung wird noch im Gange sein, wenn du ausgeschlafen hast. Hier, alter Freund. Wie schön, dich hier zu sehen. Ist Jufvina auch hier? Einer von uns musste in Jofovik bleiben. Sie wäre gern gekommen, aber unsere Pflichten ruhen nicht. Wohl wahr. Nur Jarl Heming genießt nun dieses Vorrecht. Eivor, mein Vater macht sich zu seiner letzten Reise auf. Seien die Winde ihm gewogen. Die Edelinge haben ihre Totengaben abgelegt. Alle bis auf dich. Zeig, was du hast, und die Feier möge beginnen. Ich habe es hier. Ein Schild, in den das Schicksalsnetz gewoben ist. Wie du dein Huger in unsere Leben geflochten hast. Mögen die Skalden von dir berichten, derweil die Götter dich umarmen. Feiere in den Hallen der Tapferen und Freien, mein Freund. Steh mir zur Seite. Sprich mit dem Herzen, Hemingsson. Heute betrauern wir das Scheiden von Jarl Heming von Snotingahamshire, meinem Vater. Unserem Vater. Er war eine Naturgewalt. Eine Stärke, die man fürchten und bewundern konnte. Nun ist er tot. Zusammen sind wir ein Beispiel seiner Größe. Ich sehe ihn in euch allen. Seine Liebe für die Schlacht, aber auch für den Frieden. Für Weisheit, Trauer und Freude. Seine Großzügigkeit. Seinen Huger. In euch sehe ich sein Leben. Und seine Liebe zur Med. Götter, liebte er das Saufen. Wir sind all das, weil er all das war. Vater, wir werden für unsere Kinder sein, was du für uns warst. Und wenn sie bereit sind, werden wir uns wiedersehen. Ihr habt diesen alten Mann mit Stolz erfüllt. Ihr alle. Und du uns. Neun Tage hing der Einäugige am Baum. Neun Welten sah er. Neun Runen fand er. Neun Nächte blutete er.
Warte. Empfange deinen treuen Diener. Verabschiede dich von ihm. Sunifa, reite nach Hemthorpe und mach das Langhaus für das Ting bereit. Der nächste Jarl wird bald feststehen. Schenkten Sie Ihrem Jarl einen schönen Abschied? Das taten sie. Niemand trinkt so gut und viel wie Hemings Clan. Die Nachfolge muss bald verkündet werden, bevor wir alle zu betrunken und erschöpft sind, um uns an unseren Namen zu erinnern. Das stimmt. Ruf die zusammen, die dabei sein müssen. Das Ting beginnt bald. Eivor! Ist dir nicht wohl? Ich bin nicht so betrunken, dass ich nicht stehen könnte, aber halt dich mal kurz an mir fest. Du machst deinen Vater mit dieser Feier stolz. Und indem du seinen Platz einnimmst. Er wollte das, Vili. Ich trauere um mich, Eivor. Um uns. Du kennst mein Herz. Es schlägt für das Kampfesfeuer, nicht für das hier. So erging es mir auch. Doch letztlich folgen wir alle dem Bedürfnis des Volkes. Wer sagt, dass es dir nicht gefallen wird? Ja, das stimmt. Außerdem, wenn du führen kannst, dann ein Sohn Hemings erst recht. Leute von Hemthorpe, von Ulkathorpe, von Snutingahamshire. Wir ehren weder Trückwi noch meinen Vater, indem wir weiter trauern. Diese Männer widmeten ihr Leben dem Wohle Snutingahams. Sie starben in seinem Dienst. Nun verschreibe ich demütig mein Leben demselben Weg. Und ich bitte euch alle, mir zu folgen. Und das zu sein, was Trückwi für meinen Vater war. Zusammen werden wir die Welt erschaffen, die sie erträumten. Du hast bereits gelernt, dass die Menschen kurze Reden mehr mögen als lange, Jarl Vili. Es wird dauern, bis ich mich an diesen Titel gewöhnt habe. Mein Vater leistete nie einen Schwur mit deinem Clan. Es war nicht nötig, denn ihr seid Familie. Ich verkünde, dass Hemings Clan und der der Raben ab diesem Tag eidgebundene Freunde sind. Nimmst du an? Ja. Also, sei redlich, sei gerecht und lass von dir hören, Stockarsch. Das werde ich sicher tun. Ich bringe traurige und frohe Kunde, Randvi. Jarl Heming in Snottingahamshire starb. Doch sein Clan bleibt uns verbunden. Traurige Nachrichten, aber ein guter Ausgang. Bei meinem Besuch traf ich meinen alten Freund Vili. Er ist nun ihr Jarl
Und er schwor, uns in Zeiten der Not beizustehen.